Sonntagsmessopfer. Hält man das nur, weil es die Pflicht ist? Weil es der Sonntag ist? Dass da geht man einfach in die Kirche? Das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Das ist Gehorsam. Wir suchen, Entschuldigung, Gott sucht Liebe. Wenn zum Beispiel ein verliebtes Pärchen, die woanders wohnen, und am Samstag haben sie Gelegenheit, einander zu besuchen, kurz noch vor der Hochzeit. Ja, na, es ist Pflicht, dass ich jetzt meinen Schatz aufsuche noch, weil es Wochenende ist. Oder bleibt man dann noch lang vor dem Haus stehen und dem zieht es einem nicht zum Schatz? Wir haben noch einen Schatz. Gott. Jesus. Es heißt doch, das Christenhauptgebot lautet ja, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüte und aus all deinen Kräften. Und ist das? Das ist das erste Gebot, das wir haben. Und dann sagt der Heiland, das hat schon früher geheißen, im Alten Bund auch, das nächste ist ebenso wichtig wie das erste, aber es ist das zweite. Wir fangen doch immer bei 1 an, oder? Wir zählen nicht 2, 1, 3, 4. 1, 2. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da hat dann jemand zu mir gesagt, jetzt habe ich sie erwischt, ich liebe mich überhaupt nicht, sagte er. Sage ich, das ist eine Sünde. Ja, wieso? Sage ich, weißt du, was der Paulus mal gesagt hat? Ihr seid Götter. Du hast in deinem Herzen, das sollte so sein, den Heiligen Geist. Gott hat die Seele dir ins Herz gegeben. Und da bist du eine Monstranz Gottes. Wo du auch hingehst, du gehst als Monstranz. Also benimm dich auch so. Schaut einmal, Jesus, auch wenn man am Sonntag mal zur Kommunion geht, glaub mir, ja gut, jetzt spricht natürlich einer, wo einfach etwas erhalten hat von Gott. Das ist die Liebe, aber das Höchste. Aber schaut, ich rede jetzt nicht mal von hier. Ich rede allgemein, wie es in den Kirchen steht. Auch in den traditionellen Kirchen. Viele, die zur Kommunion gehen, die haben einfach eine große Andacht oder eine Andacht, weil das, vielleicht glauben sie es noch, dass der Heiland Fleisch und Blut ist. Aber sie lieben nicht. Oder man sagt, ich getraue mich nicht zur Kommunion. Dann frage mal den anderen Geliebten. Das sind ja zwei, oder? Der Mensch und der Heiland. Hast du zu entscheiden oder hat der Heiland zu entscheiden? Heiland möchte euch immer ans Herz, in euer Herz kommen. Denn er ist die Liebe. Er hat keine Liebe. Er ist die Liebe. Und diese ungeheure Liebe kann alles Ungute verbrennen, sofern du nicht gerade in einer todbringenden Sünde bist. Es sind zwei Verliebte, der Heiland und du.
Wenn man natürlich manchmal sieht, wie man zur Kommunionbank kommt, dann könnte man glauben, ist ja, in der Schweiz sagt man es Leichenmäuli. Ein, wie sagt man, soll ich dem sagen, ein Beerdigungsritual. Wenn ich da an die Stigmatisierten denke, vorwiegend die Riesel Kondersreuth, die konnte fast nicht warten, bis der Heiland, bis der Priester ihr den Heiland gab. Jesus ist doch euer Verliebter. Und er hat doch bestimmt mehr Liebe als du. Und so sagt der eine, ich bin nicht rein. Ja, was sagt der Herr meistens? Da kam eine Dirne zu ihm. Und Jesus ging ihr entgegen. Sie sagte, Herr, ich bin unrein. Sagt der Herr, dann komm zu mir, ich bin der Reine. Mit reinem Wasser kann ich mich abwaschen.